Wir gucken mal rein, als er vor 12 Jahren sein Vater angerufen hat. Und die Nummer war dann eben, er ist eben Lehrerkind und also ganz schreckliche Kindheit etc. Und waren wir natürlich alle sehr gespannt, was ist denn so, wie klingt denn so der Vater? Herzlich. Und so fing dann alles, so fing es dann an. Müssen wir zwischendurch mal machen und dann machen wir wieder ein bisschen Käse. Die Renaissance ist die Wiedergeburt des Barock, der Antike, des Mittelalters oder der Gotik? Das Barock. Stopp, 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 stopp. Ich würde gerne jemanden anrufen. Haben Sie Ihren Vater dabei? Auf der Liste? Was macht er beruflich? Lehrer. Okay. Sie haben sich aber die letzten Jahre irgendwann schon nochmal gesehen? Oder? Doch, wir kennen uns. Sie kennen uns. Hier spricht Günther Jauch. Schönen guten Abend. Ja, hallo Herr Jauch. Entschuldigen Sie die Störung. Wir machen hier so eine kleine Sendung, für die sich Ihr Sohn qualifiziert hat. Ja, das ist schön. Er macht das im Grunde ganz anständig. Ja. Frage kommt für 8000 Euro jetzt. Die Renaissance ist die Wiedergeburt des Barock, der Antike, des Mittelalters, der Gotik. Antike. Der Antike? Hör doch auf. Sicher? Ja, natürlich. Ich habe mich hier gerade schon zum Deppen gemacht. Bist du dir sicher? Nein, Antike. Okay. Alles klar. So, viel Glück noch. Ne? Antike. Dankeschön. Ja, danke für den Föhn. Ja, ja. Ich glaube, wir haben ihm jetzt sehr viel Zeit gestohlen, oder? Ich wollte eigentlich auch nicht stören. Kinder, Kinder. Die richtige Antwort ist, dass die Renaissance die Wiedergeburt der Antike ist. Und? Antike! Ich muss sagen, aber diese 30 Sekunden waren die Basis für eine wirklich sehr ordentliche Karriere, die Sie seitdem gemacht haben und immer mit dem Vater im Hintergrund. Das war der Startpunkt von allem, was ich heute mache. Ich war zu der Zeit Kellner und Psychologiestudent und ich habe ja dann ein Buch geschrieben, was ich hier anmoderiert hatte. Und das war die nächste Lüge. Er hat gesagt, er hat ein Buch geschrieben, so als Lehrerkind und wie schrecklich das alles ist und ist fast fertig, aber er hat keinen Verlag. Das stimmt überhaupt nicht. Ich hatte nicht eine Seite von dem Buch. Das war nicht so gut, weil 8 Verlage an einem Abend nur angerufen haben, gesagt haben, schicken Sie uns das Manuskript, Ihre Familie ist so bekloppt, da machen wir einen Bestseller draus. Ja, aber andere Leute brauchen dann Jahre, um ein Buch zu schreiben. Und wie kam es dann zustande? Ich habe dann wirklich nächtelang durchgeschrieben. Ich habe 14 Tage gebraucht, um meine ganze Jugend zusammenzuschreiben. Und dann erschien wenige Monate später Lehrerkind und war der Startpunkt von allem, was ich heute mache. Ich bin dieser Show auf ewig zu Dank verpflichtet. Und ist dein Vater wirklich so schlimm? Mein Vater ist ein sehr liebenswerter Mensch. Ich glaube, es hat noch nie einer vor der Zeit aufgelegt, oder? Großlos. Also Nein, nach dem Motto, mit welchen Banalitäten stiehlt er mir hier die Zeit? Erst ist er ja gar nicht drangegangen, das darf man nicht vergessen. Beim ersten Versuch ist er nicht mal drangegangen. Und dann hat er ins Telefon gehustet wie Darth Vader. Ja. Unfassbar.